Geöffnete Dateien umbenennen oder gar verschieben, das ist im Dateisystem nicht möglich. Mit Microsoft 365 hingegen ist es ganz einfach und das ist ausnahmsweise mal etwas, was in der Webvariante deutlich besser funktioniert als in der Desktop-App. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In diesem Video seht ihr, wie ihr mit Microsoft 365 in der Desktop-App und in der Web-App Dateien verschieben und umbenennen könnt. Ich zeige euch dazu zunächst, welche Voraussetzungen das hat, wie der Ablauf ist und dann auch, welche Grenzen dieses Verfahren hat. Und zum Schluss gebe ich euch noch einen Tipp, wie ihr ganz leicht aus der Datei in der Desktop-App in die Datei in der Web-App kommt. Also bleibt dran. Nun zunächst aber zu den Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, dass die Datei in der Microsoft 365 Cloud liegt. Eine zweite, dass ihr auch an Microsoft 365 angemeldet seid, also dass zum Beispiel in der Desktop-App rechts oben hier die Information ist, mit welcher Kennung ihr angemeldet seid. Und drittens, dass ihr online seid. Denn wenn ihr online seid, dann könnt ihr die Datei umbenennen oder eben auch verschieben. Wenn ihr nicht online seid, dann gibt es hier die Meldung, Office kann die Datei nicht umbenennen, solange es offline ist. Wenn ihr mit der Web-App arbeitet, dann sind diese drei Dinge immer gewährleistet. Wenn ihr aber mit der Desktop-App arbeitet, dann ist es möglich, dass ihr nicht online seid oder dass ihr nicht angemeldet seid oder auch, dass ihr mit einer Datei arbeitet, die gar nicht in der Cloud liegt und dann funktioniert es eben nicht. Nun aber zunächst noch kurz, wie ist es denn im Dateisystem? Also wenn ich hier mal ins Dateisystem gehe und dann möchte ich eine Datei umbenennen, ich möchte die vielleicht hier irgendwie ergänzen und dann drücke ich die Enter-Taste und bekomme eine Fehlermeldung, die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da die Datei in Word geöffnet ist. Und wenn ich jetzt mal zu Word wechsle und mir das dort anschaue, das wäre diese hier, dann seht ihr, die ist geöffnet und deshalb kann sie nicht umbenannt werden. Wenn ich sie jetzt hier schließe und dann hier auf Wiederholen gehe, dann geht's. Also das heißt, geöffnete Dateien können im Dateisystem, egal ob das jetzt ein lokales Laufwerk oder ein Netzlaufwerk ist, nicht umbenannt werden. Schauen wir uns an, wie das in Word mit einer Datei ist, die entsprechend in der Cloud gespeichert ist. Ich bin, wie ihr seht, hier angemeldet. Die Datei ist in der Cloud gespeichert. Ich bin auch online. Und jetzt kann ich einfach hier oben über den Namen der Datei, man sieht hier auch das kleine Dreieck für den Listenpfeil, kann ich hier ausklappen. Ihr seht, hier kann ich jetzt die Datei umbenennen. Also ich könnte zum Beispiel hier das Neu dazu schreiben. Ich drücke die Enter-Taste. Die Datei wird aktualisiert und ist unter dem neuen Namen gespeichert. Ich ändere das wieder. Und genauso kann ich an dieser Stelle, ihr seht, das ist eine Datei, die liegt auf SharePoint in den Übungsdateien. Das ist hier die SharePoint-Site-Videoerstellung. Kann ich also hier durch Anklicken des Listenpfeils jetzt sagen, okay, ich möchte in dieser Struktur auf meinem SharePoint-Server eine Ebene nach oben gehen und dort einen Ordner auswählen und dann könnte ich die Datei hierhin verschieben. Kopieren ist nicht möglich, aber verschieben. Allerdings habt ihr hier nur die Möglichkeit, auf demselben SharePoint-Server in derselben Site die Datei abzulegen, also sie dorthin zu verschieben, wie sie im Moment liegt. Ich breche das mal ab und wechsle mal in den Browser und dort in dieselbe Datei. Und wenn ihr jetzt hier schaut, meine Suchanfragen im Windows Explorer, ich klicke hier auf den Listenpfeil, sieht im Prinzip ganz ähnlich aus. Ich kann hier auch wieder umbenennen. Und hier ist es jetzt so, wenn ich jetzt den Listenpfeil anklicke hier, dann kommt jetzt eine bessere Auswahl. Ich kann nämlich hier auch in eigene Dateien verschieben. Das wäre mein OneDrive oder in verschiedene Sites auf meinem SharePoint-Server. Auf einen anderen SharePoint-Server kann ich hier auch nicht verschieben. Also ihr seht, ihr habt hier mehr Möglichkeiten zu verschieben an andere Stellen innerhalb eurer Organisation. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, euch die Liste anders darstellen zu lassen, wenn ihr das übersichtlicher findet. Und ihr könnt hier auch neue Ordner anlegen, was in der Desktop-App nicht möglich ist. Und wenn ihr eine Datei habt, ich habe die hier schon mal aufgemacht, die auf OneDrive liegt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, ja, ihr seht, das ist jetzt Online-Akademie-Documents, das ist sozusagen
mein OneDrive, man sieht es dann auch hier, weil eigene Dateien hervorgehoben ist, dann kann ich auch von hier auf eine SharePoint-Site verschieben. Und dieses Verschieben zwischen SharePoint-Sites oder zwischen OneDrive und SharePoint, das geht eben in der Desktop-App nicht. Was ihr natürlich kennt, ist, dass ihr direkt aus der Web-Anwendung hier über diesen Button Bearbeiten direkt in der Desktop-App öffnen könnt. Und das ist eine wunderbare Sache. Es gibt immer wieder Gründe, warum es sinnvoll ist, das zu tun. Nur leider ist es so, diesen Knopf für die umgekehrte Richtung, also hier oben Bearbeiten in der Web-App, den gibt es leider nicht. Und dazu möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie ihr da vorgehen könnt. Wir nehmen uns da einen kleinen Trick zu Hilfe, und zwar findet ihr im Menü Datei unter Informationen hier einen Knopf, der heißt Pfad kopieren. Genau genommen ist es nicht der Pfad, ja, der würde ja aufhören mit dem letzten Ordner, sondern es ist der Link, also er zeigt direkt auf die Datei. Das heißt, ich klicke hier auf Pfad kopieren und dann gehe ich in meinen Browser, rufe in dem Browser eine Seite auf, füge dort mit Steuerung V den Link ein. Das ist jetzt der Link auf die Datei, die ich gerade in der Desktop-App offen habe. Dann drücke ich die Enter-Taste und damit geht diese Datei direkt hier in der Web-App auf. Also wenn ihr mal in der Desktop-App die Datei habt und ihr wollt aber etwas in der Web-App damit machen, einfach Datei, Informationen, Link kopieren, Browser aufmachen und dort einfügen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Vorgang oder auch zu den Hintergründen, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf die. Die geben mir immer so ein bisschen Orientierung, was vielleicht auch als nächstes Thema ganz hilfreich sein könnte. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr das Video mit anderen teilt und es weiterempfehlt und wenn ihr mir einen Daumen hoch hier hinterlasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao. Euer Arno.